Hallo meine Freunde und herzlich willkommen. Jetzt endlich nach der langen Ankündigungszeit das Hauptfachprojekt. Viel darüber geredet. Ihr habt auch schon die drei Folgen gesehen, wie wir das hier alles aufgebaut haben. Die habe ich euch jetzt ja schon im Vorhinein gezeigt, also solltet ihr auch gesehen haben. Wir haben jetzt hier unseren Hof. Wie gesagt, den habt ihr gesehen, wie er entstanden ist, den Hof. Ja, ist ein Projekt zusammen mit Anton, liegt alles auf dem Server. Wir können, also wir haben auch keine so wirklich festen Regeln. Jeder kann spielen, wann er Zeit hat. Gern gesehen ist natürlich, wenn wir halt zusammenspielen, dass, ne, dass ein bisschen Action dabei ist. Wir werden uns auch untereinander helfen, wenn Zeit und Nöte vorhanden sind. Dann, was weiß ich, beim Häckseln, dass man beim Abfahren hilft oder beim Verdichten, was auch immer. Es ist kein Gegeneinander, es ist kein zwingendes Miteinander, es ist einfach ein neutrales Projekt und so, wie wir halt Bock haben, kann man sich halt auch aushelfen. Dann dazu habe ich auch mir Hilfe besorgt. Ich werde hier meinen Hof nicht alleine verwalten oder bewirtschaften, zwischendurch schon. Ich habe mir den guten Paraderos dazu geholt, der auch furchtbar Bock hatte mitzumachen. Ja, wenn der mal nicht kann, wenn ich hier zocke, dann bin ich halt auch mal alleine. Auch kein Problem. Wir werden auch teilweise mit Helfern spielen. Ist auch so mit eingeplant, weil wir hier schon, ja, wir haben halt einen ziemlich fetten Hof hier aufgebaut. Ihr habt ja gesehen, was wir alles haben. Es gab nach den Baufolgen auch noch zwei, drei kleine Änderungen. Ich glaube, in den Baufolgen war nicht zu sehen. Ich habe den Schweinestall nochmal ausgetauscht gegen eine Kuhwiese. Sprich, wir haben jetzt den großen Kuhstall und eine Kuhwiese, eine große, dass wir insgesamt auf 400 Kühe kommen. Weil ich erstmal die Schweine relativ uninteressant fand. Dann haben wir den Pferdestall und den großen Schafstall, wo 250, 280 Schafe reingehen. Die 16 Pferde werden das dann auch mit dem Pferdehelfer machen, weil kann kein Schwein ausreiten jeden Tag. Das werden wir dann auch machen. Wir haben aber auch die Mod, die es seit neuestem gibt, dass wir auch mehr als diese 5 Ställe pro Hof bauen können. Also wir werden höchstwahrscheinlich auch nochmal anbauen bei Zeiten, wenn das Geld denn da ist. Wir starten jetzt mit 800.000, haben leider vorhin nochmal, weil wir, fangen wir so an, wir haben halt das Unkraut ausgeschaltet. Wenn keiner auf dem Server ist, ist das Spielstand auch gestoppt. Blöd ist es halt nur, wenn einer mal wirklich alleine zockt, der Anton oder ich mal alleine. Und ja, die Felder wachsen ja weiter und dann wäre es blöd, wenn so ein Feld auswächst und da Unkraut drin ist. Das kriegen wir ja nicht mehr raus. Daher haben wir gesagt, Unkraut machen wir aus, damit uns das nicht in die Quere kommt. Pflügen, Kalken, Düngen ist sonst alles an. Das bleibt wie gehabt. Nur halt das Unkraut haben wir ausgemacht. Dementsprechend haben wir ein bisschen mehr Kohle, weil ich hatte den Striegel ja schon gekauft. Den habe ich jetzt vorhin verkauft. Daher haben wir jetzt ein bisschen mehr Geld. Ist aber auch nur halb so wild, weil wir haben auch wirklich noch einiges, und wenn ich es einiges sage, dann meine ich auch einiges an Ausgaben. Wir müssen noch holen Saatgut, wir müssen holen Dünger, Flüssigdünger, Kalk müssen wir noch kaufen, ohne Ende. Wir müssen unsere ganzen Felder, ich gehe mal eben hier hin. So, das ist alles unser Land. Das hier ist Hof. Die Ländereien hier gehören uns alle. Ich habe irgendwie, weiß nicht, ich habe ein bisschen viel gekauft. Wir werden erstmal dieses Stück Land hier und dieses Stück Land einfach brach liegen lassen. Können wir zur Not, wenn wir es mal brauchen, mit dazu nehmen. Wenn wir mal Geld brauchen, können wir es auch verkaufen. Weil ich denke, mit dem, was wir sonst hier haben, 48, 47, 46, 43, 34 und 40, so wie dieses hier, sind wir eigentlich erstmal ausgefüllt. Hier von der 29 werden wir uns nochmal ein Stück dann sichern oder dann auch später nochmal abzwacken für Schweineställe. Ein oder zwei maximal. Mehr Ställe will ich dann auch gar nicht mehr haben. Also man soll auch ein bisschen aufpassen, weil das ist nicht umsonst abgeregelt mit den Ställen, weil die Performance extrem drunter leidet. Da soll man halt auch nicht einfach zu viele machen, weil dann wird das alles sehr unperformant. Deswegen maximal zwei Schweineställe noch. Geplant ist es halt, wobei da hole ich gleich den Paraderos immer zu. Ich quatsche eben nur einmal schon ganz kurz an. Wir werden uns hier noch ein Stück frei halten für die Ställe. Ansonsten werden wir das beides zusammenpflügen nachher. Und hier kommt dann unsere feste Wiese drauf angesät, die wir auch wirklich brauchen. Das Stück bleibt erstmal brach und dann haben wir immer noch die 40, 34, die 43, 46, 47, 48, wo wir noch genug anbauen können. Und ich denke, damit sind wir auch mal richtig gut bedient. Ihr habt ja auch in den Baufolgen gesehen, was wir für Fahrzeuge haben.
schon relativ groß ausgewählt, teilweise, weil einiges halt in kleiner jetzt nicht wirklich Sinn gemacht hat, aber halt irgendwo noch so gehalten, dass wir auch immer noch Fahrzeuge aufrüsten können, uns vergrößern können und so weiter und so fort. Größeren Drescher, größere Schneidwerke, solche Sachen. Wir bräuchten auch noch dann, na Mensch, wie heißen wir, diese kleinen Radlader, gucken wir nochmal eben, wie heißt da? Kompaktlader. Ein Kompaktlader zum Ställe ausmisten will ich noch haben, müssen wir uns auch noch kaufen, haben wir noch nicht. Also ich habe noch nicht komplett alles gekauft, sondern so noch ein bisschen was freigelassen, was wir noch benötigen. Dass wir auch mit unserem Geld irgendwo hin können. Tiere müssen wir auch noch komplett kaufen. Also 250 Schafe, 16 Pferde und 400 Kühe müssen wir auch noch kaufen. Die kosten auch nochmal richtig Geld. Und von daher, ja. So, bevor ich jetzt aber groß anfange, hier, was wir hier jetzt heute machen, wie wir hier starten, was wir zu tun haben, ich hole mal den Paraderos mit ins Gespräch. So und so. Ja, jetzt dürfte er mich auch hören und wir dürfen ihn auch hören. Hallo, Paraderos. Hallo. Ja, da ist er. So, ich habe jetzt schon mal angeschnitten, was hier in etwa Phase ist. Stehe jetzt quasi noch davor, was ich noch nicht erklärt habe, was wir heute machen, was überhaupt der Plan mit unseren Feldern ist. Denn wir sehen ja so ein bisschen, was ist ja hier gewachsen, das ist auch ausgewachsen alles, weil lief ja auch eine ganze Weile der Server. Daher sind die Sachen auch ausgewachsen. Unser Plan ist es für heute erstmal. Der gute Paraderos wird gleich losfahren und unsere kleinen Lager hier voll machen mit Kalk, Dünger und so weiter. Die ganzen Maschinen auch auffüllen damit. Damit wir dann auch erstmal was haben. Ich werde einen Helfer losschicken, der erstmal irgendwo was aberntet, weil wir haben ja, wie wir sehen, hier Sojabohnen sind hier drauf, da ist Weizen drauf. Stroh werden wir auch gleich mitnehmen. Weizen brauchen wir auf jeden Fall auch für die Hühner. Sonst brauchen wir kein Weizen, ne? Die Kühe? Ne, Kühe brauchen kein Weizen. Ne, ja, Sonnenblumen haben wir hier. Die Sonnenblumen können wir direkt verticken. Brauchen wir erstmal nicht. Soja können wir auch direkt verticken, was wir nicht brauchen. Interessanterweise sind die Zuckerrüben auf Feld 40 auf einmal verschwunden. Das finde ich jetzt aber lustig. Auf Feld 40 waren eben noch Zuckerrüben drauf vor ein paar Minuten. Das ist jetzt leer. Spart schon einen Schritt Arbeit. Ja gut, gepflügt werden muss es, glaube ich, trotzdem. Ja, und dann ist halt das Vorgehen, wir ernten jetzt erstmal das, was drauf ist, ernten wir ab. Pflügen einmal komplett alles durch, kalken einmal alles durch, gruppen einmal alles durch, sodass wir alles auf einem Level erstmal haben. Und dann geht's los mit Ansehen und so weiter und so fort. Das war halt aber auf jeden unserer Felder auf jeden Fall so im selben Takt sind. Ich glaube, dass es am besten sich handeln lässt hinterher. Wir gucken mal, was wir heute schaffen. Geplant ist es auch, habe ich glaube ich noch gar nicht erzählt. Ich nehme das hier auch komplett immer am Stück auf und zerhackstücke das Ganze dann in 15 Minuten bis 20 Minuten Folgen. Daher gibt es dann auch nur einmal, wie gesagt, pro Aufnahmesession eine Ankündigung und einmal am Ende eine Verabschiedung. Also wundert euch darüber nicht, dass in der ersten Folge keine Verabschiedung kam. Die erste Folge ist auch schon fast rum mit nur dummes Gelaber. Was muss, das muss. Genau. Es gibt ja so eine kleine, oder muss ja eine kleine Einleitung hier auch geben. Bevor wir jetzt komplett aber loslegen, gut, wobei eigentlich können wir gleich loslegen, sonst stehen wir hier rum und warten unsere Zeit ab, oder? Ich cutte das gleich nochmal raus, weil Anton ist noch nicht fertig mit seiner Begrüßung. Den würde ich eigentlich, bevor wir mit unserer Arbeit beginnen, auch noch mal kurz begrüßen im Video. Der arbeitet schon. Ja, genau, der hat halt schon ein bisschen angefangen, der hat seine Felder schon teilweise bestellt und ist auch schon am Mähen und solche Sachen. Hat ein bisschen vorgearbeitet, was ich halt komplett nicht wollte. Ich habe gesagt, nee, wenn, dann komplett alles zu sehen. Wie es eigentlich immer bei mir ist, ne? Wann schneide ich mal was raus oder arbeite vor? Ist ja verdammt selten bei mir. Ja. Ich glaube, ich würde mal sagen, wir machen jetzt nochmal, warten jetzt ab, bis Anton da ist, dass wir den nochmal begrüßen können. Und ich cutte das mal raus, solange wie wir hier rumstehen. So, dann begrüßen wir auch den Anton nochmal ganz herzlich. Ne? Hallo. Hallöchen, deine Zuschauer. Ja. Wir haben eben die kurze Pause genutzt und haben schon mal, Paradeus hat sich seinen LKW zusammengeknüpft. Ich habe den Drescher hier schon mal hingestellt. Dann werden wir jetzt auch mal losziehen und unsere Arbeiten vollrichten. Da bin ich schon heftig dabei. Heftig dabei, sagt er. So, wo fange ich denn jetzt an? Wo ist hier was?
Feldfrüchte. Wir fangen an auf der 43. Da fahre ich jetzt als erstes hin. So, los geht's. Ich hätte auch gerne nach hier rechts noch mal eine Abfahrt gehabt, aber das hat sich nicht so Also, einrichten lassen, wie ich wollte. bei Twitch läuft alles Ding, bei YouTube spinnt manchmal ein bisschen. Das ist Ja, der das Wahnsinn. kann gut sein. Dann ruckelt es ein bisschen bei Twitch überhaupt nichts. So, ich habe hier sogar einen eigenen Schrankenpförtner. Muss ich jetzt mal schauen. So, lassen wir jetzt aber auch erstmal auf unsere Schranke, weil du wirst da ja jetzt ja gleich ein paar Mal hin und her fahren. Ich brauche auch noch das ein oder andere Mal. Müssen wir nicht permanent ein- und aussteigen. So, ich folge dir sogar wunderbar. Ja, ist das zu lang? Zu lang. Okay, ich versuche nochmal ein Stück zurückzukommen. Da kommt auch gerade ein PKW. Moment. Ansonsten fährst du ein Stück ins Feld 37, das gehört uns nicht. Jetzt hat er. Gott ist der lang. Bin auf Kurs. Perfekt, ich auch. Boah. Schon lange kein LS mehr wirklich gefahren, ne? Also es ist jedes Mal eine Umstellung von ETS auf LS mit dem Lenken. Das merke ich auch gerade, das ist Wahnsinn. So, jetzt schleicht hier schon wieder ein PKW vor mir rum. Gucken, ob wir ihn weggehupt kriegen hier. Hau ab, Junge! So, wo ist denn unsere Einfahrt? Hier. Zwar nicht unsere Einfahrt, aber eine Einfahrt, wo wir hier reinkommen. Ja, hier stehen auf jeden Fall schöne Sonnenblumen. Hier gibt's Blitzer. Ja, die sind aber noch inaktiv. Noch. Ich habe schon die ersten Sonnenblumen kaputt gefahren. Ist aber auch eng hier auf den Straßen. Also mit dem Drescher nehme ich hier den kompletten Platz ein. Wo war denn jetzt Kamera? Hier. Ich glaube, auf der kleinen Straße wird auch kein Verkehr sein, hoffe ich mal. So, dann stellen wir das Ding mal hier ab. Das gehört uns nicht, da können wir ruhig ein bisschen drauf fahren. Ist nämlich meine kleine Einfahrt zu dem Ja, die Hofeinfahrt ist auch sehr klein. Händler. Irgendwie war das doof hier, egal. Dann muss ich nochmal ein Stück auf die Straße. Bis zum Feld anfangen. Da habe ich eben gar nicht drüber nachgedacht. Hätte ich auch hier unten abstellen können. So, ich bin gespannt. Ich habe noch nie einen Helfer groß benutzt. Ich hoffe, die arbeiten sauber. Und das ist jetzt Soja, wenn ich das richtig gesehen habe. Ja, Sojabohnen. Gut, da brauchen wir noch keinen Dingensbummens hier, ne? Und so. Der Helfer hat also einen anderen Plan. Ist das tatsächlich so, dass die nur nach dem Raster fahren können? Ich glaube ja. Mhm. Das ist natürlich schlecht, wenn man schräge Felder hat.